Und damit herzlich willkommen zurück zu den Fanscripts 2. Weiter geht's mit Angebot und Nachfrage. Wir haben neue Berichte über den anstürmenden Rhino-Alien-Typ der orbitalen Versorgungsstation. Diese Basis hat reichlich Bauplätze. Es scheint, als hätten sie schwere Alien-Angriffe erwartet, als sie die Station gebaut haben. Laser und Boost-Türme stehen bereit. Laser und Boost. Bin mal gespannt. Und es gibt immer noch nur General Kai. Na, übersetz mal bitte. Ich sprach mit dem Formikanten. Nachdem ich in das Nichts gesunken bin, war klar, dass ich keine Wahl hatte. Es ist äußerst wichtig, den Feind zu kennen. Mein Magen dreht sich um bei der Erinnerung an seine Berührung. Es hinterließ einen Aasgestank in meinem Verstand. Genug davon. Ich werde das Nichts nach diesem Bericht erneut aufsuchen und mich reinigen. Unser grundlegender Plan darf sich nicht ändern, aber jetzt können wir die Informationen, die ich beschafft habe, mit einbeziehen. Der Formikant sagte, belasst uns leer. Das ist verrückt. Formikanten sind hohle Dinge, bis wir sie als Seelengehäuse neu erschaffen. Wir heben sie aus der Isolation und füllen ihre Leere. Also warum verzögert uns dieser Formikant? Nicht mit unberechenbaren Verhalten wilder Kreaturen, sondern mit Ideen, mit Gedanken. Ich werde es herauslocken und versuchen, mehr herauszufinden. Shuttle landet in 5. Die Gegend scheint alienfrei zu sein, Commander. Wenigstens im Augenblick. Vielleicht war das nur eine kleine Aufklärertruppe. Oder die erste Welle einer Invasionsmacht. Ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege, aber das passiert sehr selten. Der Notruf ist nicht mehr zu hören. Vielleicht sollten wir eine Antwort senden, anstatt hier auf unseren digitalen Hintern zu sitzen. Hier spricht Berater Sekara. Vernichtet die Aliens und dann findet mich bitte. Sofort. Wer war das? War das der Notruf? Und welche Aliens? Warte. Aliens sind auf dem Weg. Us, dieser günstige blockierende Turm kann dazu nutzen, die Höhe und Fähigkeiten der auf ihm gebauten Türme zu boosten. Oh ja. Oder dem auch einfach, um so kleine Strecken zu blockieren. Und da unten ist eine Plattform. Das heißt, es wird sich hier alles noch... Ja, hier wahrscheinlich dann. Ausfahren, okay. Aber erstmal... Geschütz. Und ein Geschütz. Na dann. Kommt her, ihr ersten Aliens. Und noch ein Geschütz. Aber mit Geschützen sollte man am besten immer anfangen. Ja, links könnte ich jetzt hier... einen Boost hinpacken und da einen Laserturm draufpacken. Wenn man jetzt mal guckt, Geschützturm geht bis knapp bis zu dieser Orange. Ja, merkt euch einfach, wo der steht. Okay, man kann es jetzt schlecht vergleichen. Scheiße. Laser, mach du mal. Also man müsste vergleichen, wo der vorher dem auch einer stand. Noch ein. Man sollte ein paar. Man sollte die am besten immer möglichst darauf bauen. Stimmt, Mac. So, der würde jetzt bis dahin gehen und der. Also auf jeden Fall hat er ein bisschen mehr Reichweite. Besiegt. Oh Gott. Ich habe ein neues Turmdesign im lokalen Netzwerk gefunden. Nein, ich will Mission neu starten. So, jetzt sollte die Anfangsverteidigung ein bisschen besser sein. Jetzt habe ich mich nicht verbaut. Ich habe ein neues Turmdesign im lokalen Netzwerk gefunden. Es nennt sich Boost-Turm. Es kann Wege blockieren und du kannst trotzdem noch Türme draufsetzen. Das könnte nützlich sein. Und unglücklicherweise habe ich auch einen neuen Alien-Typ bemerkt. Stammt bis dahin. Wie ein Nashorn, aber wird dann deutlich langsamer, wenn er wenden muss. Dann sorgen wir dafür, dass es wenden muss. Und geht wesentlich weiter. Boost-Türme zu bauen könnte uns dabei helfen. Mir gefällt, wie du denkst, Kai. Commander? Ich habe da auch noch einen Laserturm, der gegen alle schnellen Aliens hilft. Gern geschehen. Bitteschön. Wir haben gesehen, Geschütz ging geh hier hin. Und danach ging das schon einiges weiter.
Von daher. Und die Schnellen, die kommen erst mit der nächsten Welle. Okay. Wir brauchen trotzdem ein paar mehr Laser. Wäre vielleicht ganz vorteilhaft. Vor allem, wenn die ganze Zeit brennen. Und dann sollten wir... Ja, die sollten definitiv dahin lenken. Von daher... Ich kann aber schon mal das so machen. Nein, nein, nein. Shit. Den muss ich verkaufen. Du. Verkaufe. Ja. Ich muss den da oben hinstellen können. Dann los. Danke. So, dass er dann genau so einen Weg geht. Hust, hust. Ist jetzt so, dass er mal dem so eine bescheuerte Zahl hat auf einmal. Naja, jetzt muss man damit leben. Ein paar mehr Kanonentürmchen. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Machen ordentlich Schaden. Sind gut, sind gute. Eigentlich genauso wie Geschütze, gute Allrounder. Nicht so eine hohe Feuerrate, aber dafür hoher Schaden. Und noch mehr Geschütztürme. Ja, wird das jetzt mir egal. Das ist mir jetzt so Rille. Wollen wir hier ganz viele Lasertürme hinbauen? Warum nicht? Machen wir einfach voll gelasert. Das Laser Heaven da unten. Ja, die kommt, schaffen das doch eh nicht wieder zurück. Oder? Komm weiter, als mir lieb ist. Viel, viel weiter, als mir lieb ist. Ich muss hier, am Anfang upgraden. Ah. Na? Was glaubt ihr, welche Farbe der Strahl jetzt hat? Richtig, gelb. Und der Unterschied? Ja, wir können es hier beim Bild sehen. Das sind auf jeden Fall diese zwei Dinge an der Seite. Das ist der große Unterschied. So. Dann noch ein Laser, ein Darn Laser, ein Darn Laser. Und auf der roten Stufe hattest du noch ein bisschen mehr. Verursacht maximalen Hitzeschaden, der auch noch dann wirkt, ja. Mit, wenn Gegner weg sind. Aber wie wär's mit einfach noch Kanonentürmchen hier hin? Einfach wegen der Reichweite. Ah, wirklich, ab bestimmten Wellen kriegt man Geld. Ich kann nicht genau sagen, bei welchen Wellen. Ah. Das sieht nicht nach Aufklärern aus, Commander. Immer zur 10. Welle. Ich frage mich, wie viele Planeten Sie schon in diesem System heimgesucht haben. Ich denke, das kann ich beantworten. Alle. Oh. Mit wem reden wir da? Hast du das Notrufsignal gesendet? Ihr könnt mich Sekara nennen. Ich bin eine künstliche, intelligente Lebensform und Hauptberater des Rates von Teket. Identifiziert euch. Identifiziert euch? Mein Name ist Gern geschehen. Der Commander heißt, ein wenig Dankbarkeit wäre nett. Und sie ist Herrgott nochmal. Wenn dein Sonnensystem kurz vor der Vernichtung steht, werden Manieren irrelevant. Kann ich ein wenig nachvollziehen, denke ich. Oh, und die Boost kann man benutzen, dass er noch eine höhere Angriffsstärke. Heilige Scheiße. Einer der Kerne ist wieder da. Wie ist denn das man bei... Oh. Jetzt ist es ganz, ja, ganz schwach. Ah, ist schon, wenn man so vergleicht, so ganz, ganz minimal über den Punkt. Ich glaube, man muss die letzte Stufe vergleichen. Weil jetzt 20% hier, 25% am Anfang sind ja so gut wie gar nichts bei den Kleinen. So, du. Oh, es ist... Okay, machen wir echt mal bei der letzten Stufe. Weil sonst irritiert mich das immer, weil Ausbeugeschütz ist immer als allererstes ausgewählt und das ist ein bisschen nervig in dem Falle. Ein bisschen kontraproduktiv. So. Okay, man sieht da keinen... Unterschied. Aber trotzdem müsste der Angriff stärker sein. Sollte. Theoretisch. Keine Ahnung. Wird schon schief gehen. Ne? Aber vor allem bei denen hier.
Und es gibt vier verschiedene Arten von Boosts. Und man kann auch beide Sachen verkaufen. Gleichzeitig. Da muss man keine Rücksicht auf einzelne nehmen. Und das Problem bei Kanonentürmen, ich glaube, sehr vielen Türmen ist, die können nicht durch andere Türme durchschießen. Also ihr könnt zwischen den Lücken schießen, ja, aber nicht durch... Wenn jetzt Gegner direkt hier ist, der könnte nicht schießen. Glaube ich zumindest so. Ist das so wahr? So, mal ausbauen. Und weiter geht's. Oh, sind fast fertig. 17... Oh, ja. Die Rhinos sind wirklich auf der Strecke ultra schnell. Aber hier dann wirklich... Kurven sind sie sehr langsam. So, holen wir uns den roten Turm. Gib's mir, los, zeige ihn mir. Der leuchtet so schön dunkelrot. Und der macht dann schön Pritzel, Pritzel. Mit einem schönen roten Strahl. Und er macht wirklich... Auf Zeit macht er wirklich sehr viel Schaden. Und die kommen jetzt echt nicht mehr weit. Alles klar. Ist immer die Frage, soll man so die Überlegung, soll man lieber ausbauen oder soll man lieber mehr Türme bauen? Was ist effektiver? Das kann ich, ja, ich schreibe es ja in die Kommentare. Dann wissen andere Bescheid. Ach, schon mit Restklick kann man, Restklick kann man Aliens auswählen. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Oh, wir sind bei fast Gold. Silber haben wir schon erreicht, aber noch nicht Gold. Gold. Oh. Die Rhino ist ein zäher, zweibeiniger Einheit. Er kann geradeaus sprinten, aber muss in Kurven langsamer werden. Er kann einen Kern tragen. Ja, es gibt Einheiten, die können mehrere Kerne tragen. Und man sieht auch, was für Debuffs und so alles die drauf haben. Wie langsamer sind, der Feuerschaden etc. Cool. Oh, ich habe eine Menge Geld zum Ausgeben, aber pff, komm eh nicht mehr. Glückwunsch, Commander. Wir haben es geschafft. Ja, gut gemacht. Aber wir müssen mich jetzt zurück nach Tekkat bringen. Sofort. Meine Daten sagen, dass das der am weitesten entfernte Planet im System ist. So ist es. Nachdem die Aliens mich mitgenommen haben, hielten sie mich für einige Zeit fest. Ich konnte in das Netzwerk fliehen, als sie mich zu dieser Minenanlage gebracht haben. Ich muss zurückkehren. Das verstehe ich. Aber wir haben Passagiere und die haben Vorrang. Wo ist der nächste Planet, General Kai? Garrosh ist die nächstliegende Kolonie. Dort werden auch Aliens sein. Und ich glaube, genau deshalb sind wir auf dem Weg dorthin. Nun, wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann erlaubt mir, zusätzliche Unterstützung anzubieten. Wie sieht diese Hilfe aus? Wenn ihr wollt, könnte ich den Orbitallaser der Endurance neu programmieren. Und zwar so, dass er die Türme, die er trifft, überlädt. Sie richten dann für eine gewisse Zeit mehr Schaden an. Das könnte wirklich praktisch sein und wir sollten es uns überlegen. Sollen wir uns weiter durchkämpfen, Commander? Aber sowas von. Und wir haben was für einen Turm freigeschaltet. Die stärksten Aliens in Reichweite werden zum Hauptziel. Cool. Ja, dann war das Angebot und Nachfrage. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann beim Aufschub wieder. Ja, falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis dahin. Cheerio.